Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Null zum Großgrundbesitzer. Ja, wir sind hier gerade in dem Düngerfahrzeug, der fährt zum Nachfüllen. Was haben wir denn hier noch? Der Drescher will entladen werden. Er ist im Nachwende. Die fangen, glaube ich, gerade auch an mit der letzten Bahn oder so. Oh, da kommt er. Ja, das hat auch ganz gut funktioniert. Schauen wir mal, wie das gleich weitergeht. Aber ich glaube, der Anhänger wird von dem Acker hier nicht voll werden. Obwohl, 150 Tonnen. Ja, mal gucken. Schauen wir mal. Tausend eine Ladung. Na, gucken wir mal. Okay, das hat schon mal gut funktioniert. Das funktioniert hier auch. Wir brauchen hier einen neuen Kurs. Parameter lassen wir so. Nee. M-m. Ja, bla bla. Ersten Punkt anfangen bitte. Der ist noch fleißig dabei. Müsste gleich fertig sein, der ist auf dem Weg. Das ist kaputt. Oh, weil es hier zu eng anscheinend. Lass mich mal hier weitermachen. Auch immer her. Nee, das passt, der muss nur auf seine Bahn ausfahren. Okay. Ja, aber genau das wollte er, glaube ich, machen. Wenn ich mir den anderen da jetzt so angucke, war das eh der Plan, ins Nachtgewinde zu gehen.
Ja, Saatgut reicht so gerade, oder wie sehe ich das? Nein, lass wir die mal weiterarbeiten. Ping. Müsste gleich der Abfahrer hier wieder kommen. Muss ich die Ränder nachher noch wegmachen, fertig machen, wenn das soweit ist. Kommt er schon? Ah ja, er ist schon lange auf dem Weg. Aber ich glaube, die beiden werden sich auch erst wieder dann finden, wenn der Drescher schon voll ist. Wird der Arschkopf da jetzt im Weg oder was? Wohl nicht. Ja, die 51 wird jetzt gleich fertig werden. Die 16 auch, oder? Denke mal. War ja klar, dass hier irgendwas nicht passen muss. Dämliche Windrad hier nicht wegnehmen. Ich habe hier das Heiler-Ding, ich nehme Map Heiler nicht, das muss ich mir mal runterladen. Wie viel Prozent haben wir denn auf der 16? Ja, gleich fertig. Viele Aufträge gibt es im Moment da nicht, ne? Ach so. Den lassen wir da mal stehen. Ah ja, der Lexion ist wieder so weit, dass er entladen werden muss. Die beiden machen echt eine super Arbeit hier.
Aber ja, das hat hier auch alle drei Düngestufen, ne? Ein Wunder, dass der Ertrag so recht gut ist. Vielleicht wird der LKW doch voll. Denkt er sich denn hier einen weg? Doch lieber wieder zwei Bahnvorgewände machen. Hat der gar kein Vorgewende gemacht oder was? Ja, egal. Der ist gleich fertig. Kommen wir wieder noch Schneckenkäfer voran. Den wollte ich doch haben. So, den nehmen wir mal aus dem Weg hier. Ja, ich glaube, demnächst ist da noch irgendwann mal Hofgestaltung dran. Da liegt noch welche in dem Baum, okay. Vergessen. Ja, ich finde das hier zu Problem. Aber nicht. Zwar kurz gebremst, aber das Saatgut hier reicht. 51, 88%. So.
Sollte es nicht reichen, kann er ja noch mal welches holen fahren. Jetzt kommt wieder die Kurve. Obwohl es eine ziemlich große Kurve ist, ne? Na, er fährt jetzt auf die Außenbahn. Was auch immer. Nein, ich bitte nur eins. Fahr doch einfach vorwärts. Ja, bis auf so ein paar Kleinigkeiten passte das aber. Hätte schlimmer sein können. Letzte Bahn jetzt hier. So. Ja, ich denke mal, der wird in der nächsten Folge fertig werden. Der Acker. Ich glaube, der braucht auch nochmal Dünger Nachschub, mal schauen. Den kann man noch befüllen. Und zu Feld 20 schicken. Und den kann man beiseite fahren.
Ja, wer für die letzten paar Prozente dann doch nochmal Saatgut holen muss. Danke fürs Einschalten. Folge ist leider schon wieder rum. Zeit ist vorbei. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr Bock habt, vielleicht auch mal auf Twitch vorbeischauen oder auf den anderen, ja, auf meinen anderen Accounts, auf den anderen sozialen Medien etc. pp. Links sind alle in der Videobeschreibung. Ich wünsche einen schönen Tag und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.